So, zuerst tun wir da. Genau. Den Ärmel und das. Genau, den Ärmel und den Körper auseinanderschneiden. Bei dieser grossen Maschine haben wir sehr viele Fäden durchschneiden. Und ich hatte irgendwie Angst, ob ich überhaupt den richtigen Weg tue oder den falschen. Und dann musst du jetzt hier oben durch, oder? Die Kinderreporterin Zoe macht die Maschine in der Strickwarenfabrik einsatzbereit. Genau, und jetzt gehst du unten, da unten durch, oben. Heute drüber. Findet Zoe nämlich zusammen mit dem Betriebsleiter Robert Hell heraus, wie Wollepullis gemacht werden. Bis zum Anschlag. Die aufwendigste Arbeit, nämlich das Lismen, macht zum Glück diese Maschine. Und im Moment ist die Maschine gerade dabei, oben am Ende den Kragen zum Abkätteln. Also ich tun recht gerne Pullis anlegen. Und ich wollte eigentlich wissen, wie man den macht. Ob man den nur mit Maschinen macht oder nur von Hand sogar. Einfach, was dahinter ist. Der Pulli, wenn er dann jetzt rauskommt, ist wirklich fertig, fix und fertig gestrickt. Er hat praktisch schon die Ärmel angestrickt, der Körper, der andere Ärmel. Hier in dieser Fabrik ist es eine Kombi aus Maschine und Handarbeit. Etwa eine Stunde geht es, bis die Maschine einen Pulli fertig gelismet hat. Dann ist Zoe ihr Handarbeitsgeschick gefragt. So, zuerst tun wir hier genau. Den Ärmel und genau, den Ärmel und den Körper auseinanderschneiden. Bei dieser grossen Maschine haben wir sehr viele Fäden durchschneiden. Und ich hatte irgendwie Angst, ob ich überhaupt den richtigen Weg tue oder den falschen. So, und dann einfach hier unten den Faden rauszuziehen. Und ehe man sich versieht, haben wir schon einen schönen Pulli. An der Nähmaschine verriegelt Zoe die abgeschnittenen Fäden. So, dass sie nicht aufgehen, wenn man den Pulli anhat. Also nochmal. Ja. Also, wie in allen Sachen, muss man von Anfang an lernen. Und dann wird es natürlich immer einfacher. Und so ist es, glaube ich, auch bei der Nähmaschine gegangen. Zuerst hast du immer Bedenken wegen den Fingern, nachher nicht mehr so, nachher war es schwierig. Und dann am Schluss ist alles gut gelaufen, zum Glück. Und nächste Mal. Wenn der Pulli fertig verstätet ist, muss er kontrolliert werden. Das passiert mit speziellen Leuchtpfosten. Drüber gestülpt sieht Zoe jeden einzelnen Faden und jedes noch so kleine Löchli. Und jetzt wirst du es ganz runterziehen und die Ärmel noch mal kontrollieren. Du kannst das auch drüber, die Ärmel auf alle Seiten kontrollieren. Der ist wirklich jetzt perfekt, der Pulli. Und eine Frage. Ja. Falls es irgendein Loch gibt oder so, ja. Müsste dann der Pulli ganz weggeworfen werden? Nein. Also meistens sind es Laufmaschen, oder, die beim Stricken entstehen. Und da ist die Sardine, die kann die flicken. Wir haben dann ja von dem Garn haben wir noch Originalwolle. Dann tut die Laufmaschen flicken und wird dann mit dem Faden vernäht. Das sieht man überhaupt nicht. Wenn alles in Ordnung ist, wird der Pulli mit heißem Dampf glättet. Ich finde, es ist notwendig, weil du möchtest ja keinen verkrugelten Pulli haben. Als nächstes müssen noch die Etiketten mit den Infos zum Pulli angetackert werden. Auf diesen Zetteln steht zum Beispiel, wie viel das der Pulli kostet, aus was für Material und wo er gemacht worden ist und wie man ihn wäscht. Also, persönliche Frage. Ja. Wenn du Kleider kaufst, ja. Liest du dir? Ehrlich. Wenn ich mir was kaufe, zum Beispiel technische Sportshirt oder eine Sportjacke, dann lese ich das mit Sicherheit, weil da stehen ja ganz viele Sachen drauf. Was für Wassersäule das hat, ob es Feuchtigkeit transportiert, ob winddicht ist und so weiter. Zudem musst du ja auch wissen, aus was dein Pulli gemacht ist, damit du ihn richtig waschen und pflegen kannst und er möglichst lang schön bleibt. Die Etikette musste mit einer Pistole an den Pulli machen. Was irgendwie noch lustig war, weil ich es mir so vorgestellt habe, man nimmt einen Faden, dann halt die Etikette und dann kann man es irgendwie zusammenbinden. Jetzt.
Und die Etikette ist drauf. Genau, dann kannst du schon zusammenlegen, wenn es gut. Also für mich selber ist es immer cool, hinter der Kulisse zu legen. Und besonders bei Kleidern, weil du hast ja jeden Tag an. Und ich finde, es ist sehr spannend und auf jeden Fall cool gewesen. Zusammengelegt und etikettiert sind die Pullis jetzt bereit fürs Gestell im Kleiderladen. Hat dir das Video gefallen? Dann abonniere doch unseren Kanal. SRF Kids auf YouTube.